Willkommen zurück bei God of War. Ah, Mann. Ich hab gerade, ich weiß gar nicht, lass mich mal schätzen, eine Stunde Pause gemacht, bevor ich jetzt wieder aufgenommen habe. Und meine Güte, hat mir das Spiel gefehlt. Ich will es am liebsten am Stück durchspielen, Mensch. Okay, wir wollten ja einmal das... Was? Wir brauchen die restlichen Teile der Sprache. Das ist nur noch eine einzige. Wir fahren mal ganz kurz rüber zu Thor. Wir waren ja noch nicht bei Thor, das wollte ich sowieso schon machen. Und ich wollte auch gucken, ob ich irgendwie an den Raven da oben komme. Es ging von hier aus ja nicht so weit, ich mich erinnere. Wir gehen mal hier rüber. Wir kommen da gar nicht rüber. Wir gehen mal hier hoch und dann oben rum rüber. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Vorhang... Moment. So, ja, mein Monitor ist nämlich natürlich auf ökonomischen Stromsparmodus gestellt. Wachturm. Hat natürlich die Folge, dass, ja, alles dunkel ist. Na, komm schon. Ich weiß nicht, ob wir die treffen können. Ich bin mir echt unsicher. Ob wir den Raben treffen. Okay. Natürlich können wir den treffen. Ist ja logisch. Einmal rüber. Das Wasser sieht so fantastisch aus. Das Wasser. Es geht gut los hier. Das Wasser sieht wirklich fantastisch aus. Moment. Einmal anlegen, bitte. Kann ich Atreus da nicht hochwerfen oder so? Merkwürdig. Ich frage mich auch, warum die eine Statue da hinten so übelst auseinandergefallen ist und kein Gesicht mehr hat. Oh, ich meine die da oben drauf. Wieder. Holt die Weltschlange und chillt da so rum. Furchtbares Wort, oder chillen. Naja, jetzt habe ich selber auch gesagt. Ein bisschen Hacksilber nehme ich auch gerne mit. Eine kurze. Es war einmal ein junger Mann, der wegen Diebstahls zum Tode verurteilt wurde. Seine Mutter besuchte ihn im Gefängnis. Sie war eine gütige Frau und sehr liebevoll. Doch ihr Sohn, der Dieb, war aufbrausend und biss ihr ein Ohr ab. Was? Warum? Denn der Junge war schon immer ein Dieb gewesen. Und seine Mutter hatte ihm nur Liebe gelehrt und keine Konsequenzen. Hätte er stattdessen Disziplin gelernt, hätte er vielleicht länger gelebt. Schon, aber ihr Ohr, das geht doch nicht. Ich weiß nicht so recht, was ich von Kratos Geschichten halten soll. Kommen wir da hinten eigentlich, habe ich gerade gesehen, nur rein Interesse halber, kommen wir da hinten von da aus auf das Boot? Sieht ein bisschen so aus. Wir kommen da gar nicht hoch, sehe ich gerade. Wir kommen zu Thor gar nicht hoch. Na gut. Ich glaube, hier war der Riss, genau, mit den ultrastarken Gegnern. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt einmal zu unserem Berg da hinten. Mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Ah, ich wäre da echt gern hochgegangen, Mensch. Wie ärgerlich. Okidoki, dann hier anlegen, bitte. Das Spiel ist übrigens ganz raffiniert gemacht. Und habt ihr das gesehen? Sobald wir das Boot mitnehmen, steht nirgendwo ein Boot. Haben wir kein Boot, steht an jedem Dock ein Boot. Das ist ganz cool gemacht. Na gut, dann einmal bitte nach oben. Und durch die Tür durch.
mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja, und schont die Nerven, sagen wir es mal so. Ah. Hier müsste irgendwo so ein Steinchen sein, so ein Leuchtstein. Entschuldigung, ist nicht böse gemeint. Bin ich Nerven mit meinem. Ja, okay. Wo ist denn der Stein? Ist er nicht zurückgegangen? Ich glaube schon, ne? Ach, hör auf, da liegt er einfach rum. Na gut, dann haben wir das Rätsel gelöst und eine weitere dieser Steintafeln hier mitgenommen. Ich darf die eine Schatzkarte nicht vergessen, die wir noch haben. Hier, Junge. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Hütet euch vor Sayon und allen, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel, wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen. Ja, wir haben es ja gehört. Die bestreben immer mehr, ihre Seele nicht mehr ganz so sicher in dieser einen Welt zu haben und auf einmal sind sie weg. Ja. Okay, dann einmal wieder rüber. Rüber und runter. Sehr schön. Die Zwerge. Okay. Gut, dann mal los. Wölfe! Was? Okay, Bestarium aktualisiert. Giftwolf. Wir haben viele aggressive Wölfe getroffen, aber diese hier bla bla bla. Genau, das war der Tipp, glaube ich. Okay, neues Schmieden können wir, glaube ich, eh nicht. Die Truhe haben wir schon geöffnet. Wir hatten hier irgendwo noch diese, ich glaube, mit Blutwurzeln durchzogene Truhe, aber die können wir ohnehin nicht öffnen. Können wir hier hochfahren? Das ist natürlich praktisch, oder? Ich glaube, ich hätte hier irgendwo einen von Odins Raben versteckt, wenn ich... Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Ist das der Kopf? Wo der Schatz versteckt ist? Könnte gut sein, oder? Könnte echt gut sein. Ach ja. Übrigens, so, nehmt bitte nicht... Also lernt nicht meinen Beruf. Mein Beruf ist furchtbar. Habe ich jetzt die letzten Tage so gemerkt, muss ich euch ehrlich sagen. Aber gut. Er hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Und vielleicht das Leben, oder? Wie gesagt, ne? Also, mein Beruf ist nicht toll. Muss ich euch leider sagen. Okay, ich will nicht rumflemmen. Das können wir irgendwann anders mal machen. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Hier ist schon dieses Seil wieder für die Axt. Atem.
Was machen wir? Zum Rüberrutschen. Schauen, ob die Hexe recht hatte. Den schwarzen Atem vertreiben. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Klettern wir. Wir haben den Weg freigeschaltet. Den Berg besteigen. Okay. Boah. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Ja, ich weiß, die Typen, die wir schon oft getötet haben, das waren keine Riesen. Ich weiß, das waren irgendwie Trolle oder sowas, keine Ahnung. Aber ich sag immer Riesen dazu. Oh, wie cool. Dann müsste der See ja eigentlich da sein, oder? In dem Bereich da hinten. Es ist echt geil. Also im Fall. Wir sind da. Mehr schwarze Atem. Die Riesen. Na, das ist ja fabelhaft. Okay, da könnten wir jetzt runterklettern und hier könnten wir auch runterklettern, ja? Wohin gehen wir? Der Eingang war da hinten. Hast du es so eilig? Nein, aber du sonst immer. Ich sehe mich gern weiter um. Ach, Atreus ist schon niedlich. Irgendwie haben die den echt gut gemacht. Es ist im Vergleich zu Ellie zum Beispiel aus The Last of Us was ganz anderes irgendwie, ne? Auch vom Charakter her. Aber es ist trotzdem... Ellie ist auch ein super Begleiter gewesen. Ach man. Mir fehlen diese Last of Us-Zeiten auch so ein bisschen. Okay, da kommen wir später rein. Ich muss mal diese Wolfsfähigkeit von Atreus ausüben und ich muss unbedingt einen neuen Auferstehungsstein kaufen. Sehe ich gerade unten rechts. Wir haben gar keinen mehr. Das ist natürlich super. Top vorbereitet, wie immer. So, einmal hoch. Zack. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Der Bogenjunge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Vielleicht ist irgendwo ein zweiter Lichtkristall. Okay, wir brauchen erst den zweiten Kristall, ich verstehe schon. Direkt hinter dir!
raus. Mann, Mann, Mann. War jetzt so halb überraschend. Schon wieder viele Tote überall. Aber seht mal da. Sieht so cool aus. Diese Nebeldarstellung und generell ist das Spiel viel mystischer als die Vorgänger, finde ich. Mein. Wie ist der denn darauf gekommen? Oh, cool. Griechenland, sowas war auch echt cool, ne? Mit dem Olymp und sowas, keine Frage, aber jetzt schon was anderes. Oh. Ist das Harz in einer Höhle? Seltsam. Das funktioniert. Da kommen wir nicht durch. Okay, oder halt so, ne? Also steht die Antwort. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Wahrscheinlich. Lass mich raten, die Antwort steht dann hier drin. Das stimmt. Ich habe übrigens jetzt eine ehemalige E3-Präsentation oder sowas gesehen von dem Spiel, so Beta-mäßig, sage ich mal. Da war es aber schon, so ein paar Sachen waren cool. Atreus hatte keine Haare, das war komisch, aber wenn man auf der Axt die Steine eingesetzt hat, hat Kratos die wirklich mit den Fingern eingesetzt. Das sah richtig cool aus. Ich kann es fast entziffern. Runen. Jetzt kann ich's lesen. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Ja, los. Oder wartet er? Ich kann nicht loslassen. Kratos? Leute, ich glaube. Wir switchen mal ganz schnell ins. Oder? Moment, nochmal gucken. Also ich kann ihm nichts befehlen und ich kann das Ding auch nicht loslassen. Nee, ich glaube, das ist gerade ein bisschen. Da fehlt irgendwas. Vom Kontrollpunkt neu laden, ja. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Okay. Gruselig, gruselig. Ah, draußen ist schon wieder so wunderschönes Wetter und ich sitze hier drin und nehme auf. Ist so. So traurig eigentlich. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Leuchtet er hier wirklich nachher, wenn er drauf schießt, oder? Jo. Einmal da bitte. Gute Frage. Jetzt bitte aber ohne hängen, ja? Das war echt komisch. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar, Frelzer. Was passiert jetzt? Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Boah, ist das geil gemacht.
Ich meine, da hätte auch einfach nur eine Steintür sein können, ne? Stattdessen diese ultra geile Animation schon wieder, Mensch. Es fühlt sich echt gut an. Aber okay, es war echt ein Bug gerade, ein kleiner Spielfehler. Interessant, der erste. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Besser, oder? Ja, durchaus. Erst nach unten, dann nach oben. Im Idealfall, ja, im Idealfall. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen, Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hyldevolk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß, aber es gibt ja nur einen. Ah, ich glaube, Riesen sind wirklich riesig. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Och nee, bitte nicht. Statt einfach drüber zu klettern, ne? Mann, muss das wieder sein? Neuer Eintrag hinzugefügt. Wiedergängerin Beschwörer. Eine Art von Wiedergängerin Beschwörerin kann Nachtmare herbeibeschwören. Ruft sie mit ihrem Svajo-Magie, ruft sie sie herbei? Oder befinden sich alle zusammengefärbt in ihrem Beutel? Ich frage mich, wie so viele in diesen kleinen Beutel passen. Ich will es gar nicht wissen. Feuernachtmare. Diese Nachtmare werfen mit Feuerbällen um sich, als ob wir nicht schon genug Gründe hätten, Nachtmare zu hassen. Und jetzt? Na, seht mal. Aber wofür ist die Rune? Weiß es nicht. Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das denn bitte gemacht? Ja, Problem ist wirklich, dass wir dauernd nicht die volle Lebensenergie haben. Das nervt mich so ein bisschen. Wir haben ja nie... Wann hatten wir das letzte Mal neue volle, wirklich volle Lebensenergie? Eine gefühlte Ewigkeit, ja. Wir werden jetzt einmal gegenwerfen. Ich meine, das erste wird ja auf gar keinen Fall richtig sein. Hey, wir haben volle Lebensenergie. Wenn wir sterben, stimmt ja. Ah, voll cool, ne? Wir haben so einen Beutel dabei mit Sachen.
den Bifrost, das Messer, aber ist das jetzt das Messer von... Nee, das müsste Kratos eigenes Messer sein, oder? Oh, alles gut. Wie komme ich denn da hin? Junge, noch ein Lichtkristall. Okay. Frage beantwortet. Einmal hier rüber. Und die Kiste nehmen wir mit. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Es wirkt alt und tot, muss ich ehrlich sagen. Beides. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Truhe. So viel weiß ich jetzt schon. Woher hast du das gewusst? Ich hab die Augen aufgemacht. Ja, welche drei sind das denn? Ach, hör auf. Das hat sich hier gelohnt. Ich verstehe nicht ganz, warum die Kiste jetzt oben nicht leuchtet, muss ich sagen. Oder kommt das noch, wenn ich irgendwas mache? Ich meine, ich weiß nicht, was da für Runen draufstehen.
Okay, die sind da oben aufgemalt. Ich hab's gerade gesehen. Die sind da oben aufgemalt. B, N und R. B, N, da ist ein N. Was war das N? Was war das N? B, N. B, N. Okay, das war's schon. Okay. Yay! Voll gut! Ne! 3 von 3 Hörner! Cool! Wir werden immer besser und bald haben wir sogar 2 Rage-Listen voll! Jo. Ja, dann machen wir mal ganz kurz hier plopp. Junge. Jawohl. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Was denn? Jetzt bin ich natürlich extrem gespannt, wenn er sowas sagt. Das erklärt sich ja von selbst. Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Meloer und Ofres, die im Leben erhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die vom Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie bauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung, um frei von Prophezeiung zu leben und nur sich selbst untereinander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Okay. Ja, da haben wir Atreus einfach mal zur Seite geschoben. Sah auch nicht schlecht aus. Ich nehme den Stein mal mit, weil ich so die Vermutung habe. Vermutung? Ne, ich weiß es natürlich nicht, dass wir den noch brauchen können. Mal gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur für die Wissenstafel gebraucht wird. Wählen wir den erstmal hier ab. Leuchtet ja auch schön. Davon gibt's sicher noch mehr. Oh. Hoch die Tassen. Soll das ein Witz sein? Okay, Kälte. Wir haben gerade mal eine. Das ist natürlich wieder eine tolle Statistik. In der Wand sogar diese Schlitze. Schlitz! Ich bin sehr gespannt, ob es hier für ein DLC oder einen Season Pass oder sowas geben wird für das Spiel. Ich meine, mit Jötunheim, dass dieser eine Turm da nicht da ist, das ist ja eigentlich die perfekte Vorlage, oder? Oh. Okay. Dann bleibt der Stein jetzt hier. Das sind viele Tote. Viele, viele Tote. Ganz schön viele Leichen. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Die Statue, die sind drüben. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Oh, das ist Dödathror, einer der 4 Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht.
Einer der Hirsche des Weltenbaumes, okay. Erstmal schön hier die Opfergaben klauen, das ist natürlich super. Das freut die Götter. Okay. Hey, wurden Schriften gelagert. Hier, Junge. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Meine Schriftrolle? Die Schlange. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Thies Tempel ist ungewöhnlich, solange sie... unmöglich, solange sie existiert. Okay, also die Weltenschlange und sie beschützt Thieres Tempel. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. Der Rabenwächter wollte das Weltenreisen verhindern? Und wer ist der Rabenwächter? Oh oh. Also machen wir genau das, was er nicht wollte. Das ist natürlich super. Aber sehr bescheiden. Ich sehe schon, dass wir auf dem Rückweg den diesen Harz wegmachen können, damit wir dann quasi die Abkürzung bekommen. Ah, und dann können wir hier einen Leuchtstein hintragen. Ich verstehe, weil da hinten waren die Leuchtsteine. Ich verstehe, das macht alles Sinn. Zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Wisst ihr, was ich meine? Mit, wir sind immer tot. War anstrengend. Hey. Wir gucken von hinten an die Kiste, ja? Oder? Ah, okay. Wir brauchen Lebensenergie und das brauchen wir eigentlich immer. Mir fehlt echt so die Heilung in dem Spiel. Vielleicht bekommen wir hierdurch ja Heilung, wenn wir eine Kiste öffnen. Ich weiß es nicht. Nö. Was uns am meisten fehlt, ist wirklich jedes Mal die Heilung, weil wir immer mit diesen begrenzten, mit dieser begrenzten Lebensenergie starten. Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Ja, ja. Es ist dein Name, glaube ich. Kreisleer. Das heißt Schrecken. Yay! Das freut mich. Wer oder was würde sich Schrecken nennen? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Toll, eine Laterne. Hey, er hat wohl diese Fackeln angezündet. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ganz ehrlich, wir sind klinisch tot. Also, wenn der nächste Gegner kommt und pustet, fallen wir tot um. Ich hab nicht die großen Hoffnungen.
Aber hey, Hacksilber. Eieiei. Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Der wollte mit dem Echo reden. Ich weiß genau, was der wollte. Haben wir früher auch immer gemacht in den Bergen. Was zum Teufel? Da wurde irgendwas abgebaut oder so. Bereich entdeckt. Herz des Berges. Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Benutzen wir sie. Mich macht der Herzschlag leicht nervös. Da, 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 da. Lebensenergie. Da kommen wir nicht durch. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Ja, ich suche gerade erstmal Lebensenergie und hoffe, dass kein Gegner kommt. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Ja. Hm. Das Ding fährt nirgends hin. Kannst du das lesen? Ja. Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Nur Griechenland. Der Berg war eine Festung der Riesen Midgard. Nachdem sie fort waren, haben die Zwerge ihn leer geförmt. Toll. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht. Aber ja. Das Mauerwerk eindeutig Jötnar. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Hier geschürft haben wahrscheinlich nur die Zwerge, oder? Geil aus. Hab ihn schon gesehen da unten, den Gesundheitsstein. Und den krallen wir uns jetzt auch direkt. Lebensenergie! Das ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seilen. Wozu kann die gut sein? An der Fackel, das da. Hier das? Jo. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge! Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Sitzt fest. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, die da los sind. Nein, nicht das schon wieder. Fertig. Hui, also man kann schön nach der Hälfte die Rage deaktivieren, das ist ganz cool.
Droger explosiv. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die Droger speichern Energie in sich und explodieren bei Berührung, aber die Explosion verletzt sie nicht. Ob es sich für sie gut anfühlt? Jedenfalls sollten wir aus der Ferne angreifen, wenn sie voll aufgeladen sind. Ah, fabelhaft. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Durch den Gang nach oben. Das ist unser Weg. Und ich müsste eigentlich jetzt aufhören. Ach, hör auf. Das ist so ein Witz. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles. Hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Ernsthaft? Brock? Na gut, Leute. Gute Stelle für eine Pause, oder? Beim nächsten Mal geht's hier weiter und wir werden versuchen, den Stein zu befreien, den Atreus da so schön platziert hat. Und irgendwie den Gipfel des Berges zu erreichen. Boah, guck grad was böse. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit God of War. What is it saying?